Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Starfield. Beim letzten Mal haben wir ja die... Wieso nicht? Nehme ich gerne mit. Beim letzten Mal haben wir ja die beiden Codes aus den Botschaften geholt. Ich hätte dich so schnell nicht... Moment. Hast du sie etwa beide überzeugt? Radcliffe und Belmore? Wir sind uns alle einig? Das ist unglaublich. Hätte nicht gedacht, dass Radcliffe mit sich reden lässt. Ich bin sehr gespannt zu erfahren, wie du das alles hingekriegt hast. Aber die Nachbesprechung muss leider fürs Erste warten. Trotzdem, ausgezeichnete Arbeit, Captain. Also dann, ich habe bereits alles mit den Archivwärtern arrangiert. Wenn du dort eintriffst, wird die Wärterin der UC dir erklären, wie du die Codes einsetzt. Folge den Anweisungen aufs Wort. Hier, der Codeteil der UC und eine Archivzugangskarte. Der Eingang ist am gleichen Platz wie das Mastgebäude, direkt gegenüber. Und natürlich benimmst du dich da unten, ja? Okay, das heißt wieder hochfahren. Ah, das da drüben dürfte dann wahrscheinlich das Archiv sein. Aktuell bin ich Stufe 38. Ich könnte hier theoretisch Dinge machen, also die Führung möchte ich eigentlich auch noch machen. Außenpostenverwaltung brauche ich eigentlich gerade nicht, weil ich ja keinen Außenposten habe, aufhetzen. Das hier wäre natürlich ganz geil, noch Schiffsbefehl. Aber bevor ich darauf gehe, gibt es erstmal andere Dinger. Zusätzliche Munition. Taschendiebstahl brauche ich tatsächlich nicht so. Überzeugen wäre da wichtiger. Hier wäre eventuell noch Dinge, die ich machen sollte. Aber eigentlich... Logistik... Eigentlich wäre Raumschiffdesign relativ wichtig für mich. Entschieden beide, dass es Zeit für Frieden sei. Also setzten die beiden Parteien sich zusammen, um den Sperrvertrag auszuhandeln. Flottengrößen wurden begrenzt, Mechs und Xenowaffen verboten und sämtliche Forschungsdaten zu diesen Gebieten in einem eigenen Archiv weggesperrt. Das hier. Das genau hier unter unseren Füßen ruht. Die Beschränkungen haben die besiedelten Systeme über Nacht verwandelt. Aber auch mit einem Federstrich die Wirtschaft ins Chaos gestürzt. Und sie waren der Beginn von etwas Entscheidendem. Der Kooperation zwischen den United Colonies und dem Freestar Collective. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten. Ein Versprechen, gemeinsam eine harmonischere Zukunft zu gestalten. Danke fürs Zuhören. Der Kolonie. Dieser Raum dient der stillen Einkehr. Das Archiv selbst ist nicht zugänglich, aber hier oben darfst du dich umsehen. Ja, das sehen wir mal. Das sehen wir mal noch, ob das nicht zugänglich ist. Überwachungsstation heran. Dann gehen wir die Regeln durch.
Okay, den sollte ich da, denke ich, machen. Den sollte ich da doch nicht so machen. Ah, hopp. Oh. Im Schlossgarten kommt wohl nur Wladimir Sol an dich ran. Ich speichere mal. Schon mal was von der Alias-Zuflucht gehört? Ist wohl so ein esoterisches Heilzentrum, um Kriminelle zu reformieren oder so. Auf Ixel 2. Das floppt sicher so hart. Keine Ahnung, wo ich hier jetzt überall. Irgendwas noch Interessantes für mich? Okay, ich glaube, ich gehe mal lieber auf der anderen Seite wieder runter, weil da ist ja schon die Tür offen. Hier dürfte nicht mehr so viel für mich gerade zu machen sein. So, dann einmal speichern. Speichern. Ich kann hier an keine anderen ran, offenbar. Nee,
Offenbar nicht. Schade. Okay. Ich habe mir da irgendwie ein bisschen mehr vorgestellt, aber hey. Egal. Bald ein bisschen, ich nenne es einfach mal unterbewältigend, aber... Also unterbewältigend finde ich auch gut, unterwältigend, aber naja. Mal sehen. Gäste haben. Major Sanon und ich haben gerade über die Vorzüge dieser interfraktionellen Kooperation geredet. Es ist eine gute Idee. So sind alle in die Lösung involviert. Und es ist klar, dass wir nichts zu verbergen haben. Sicher werden wir uns bestens verstehen. Also dann, Captain. Übertrage bitte die Dokumente an Major Sanon. Sie und ich haben die nächsten Schritte bereits diskutiert. Es wird Zeit, dass wir eindeutige Antworten erhalten und herausfinden, ob wir auch die richtigen Fragen stellen. Wenn du dann soweit bist. Verstanden und bestätigt, Captain. So viel also zu den Daten. Wir haben bereits diskutiert, wo genau unsere Forschung stattfinden soll. Das Hauptquartier der Red Devils auf dem Mars, wo du Percival gefunden hast, bietet sich an. Da gibt es bereits die nötigen Geräte und Sicherheitssysteme. Es sollte sich sogar Platz für die unabhängigen Beobachter finden. Es klang aber so, als hätte die Vizeministerin erst noch ein paar Sachen mit dir zu besprechen. Okay. In der Tat. Und zuoberst auf der Tagesordnung steht deine Einbürgerung. Hui. Dann sehen wir uns wohl auf dem Mars. Captain, bitte folge mir. Hui. Ich werde ein UC-Bürger. Das heißt, ich darf hier Grund erwerben, beziehungsweise eine Wohnung erwerben und sowas alles. Hey. Mal sehen, wie viele Erfahrungspunkte ich dann nach dieser Quest kriege. Ich befürchte in Anführungszeichen leider nicht so viele. Okay, hier ist nichts los. Oh. Okay. Wo kommen wir hier raus? Oh. Okay, das ist geil. Das hier finde ich ziemlich cool gerade. Hi, soll ich mit dir reden? In Ordnung, Captain. Bist du bereit, Bürger der United Colonies zu werden? Sehr gut. Wir haben noch mehr zu besprechen. Also bekommst du die kurze Version. Bitte erhebe deine Hand. Captain, durch deine Taten heute und in den vergangenen Tagen hast du dir deinen Platz in den United Colonies verdient. Durch deinen Dienst, deinen Mut, deine Stärke und deinen Einsatz für das Allgemeinwohl wirst du diese Werte auch in Zukunft aufrechterhalten? Dann verleihe ich dir hiermit die vollwertige Staatsbürgerschaft der United Colonies. Hey. Hier,
Dein offizieller Pass und dein Einbürgerungsgeld. Was, ich krieg Einbürgerungsgeld? Wir haben außerdem das Immobilienbüro Aphelion informiert, dass du zum Erwerb von Immobilien berechtigt bist. Also, dann kommen wir nun zum nächsten Thema. Ein Mitglied der UC hat um ein Gespräch mit dir gebeten. Die Position dieser Person ist etwas kompliziert. Normalerweise käme das nicht in Frage. Aber diese Person hat möglicherweise Informationen, die bei unserem Terrormorph-Problem sehr nützlich werden könnten. Mhm. Und die will sie nur mit dir teilen und hat namentlich um dich gebeten. Du musst mir also versichern, dass alles, was du gleich siehst, strengster Geheimhaltung unterliegt. Niemand darf davon erfahren. Nimmst du diese Bedingung an? Hoffentlich wird es dazu nicht kommen. Okay, jetzt begib dich zum Aufzug. Dein Ziel ist unter Sektion 7. Ich sorge dafür, dass du die Freigabe hast, bis du dort ankommst. Okay. Ich habe, glaube ich, gerade ganz gute Erfahrungspunkte bekommen und auch ein bisschen Moneys. So. Okay, dann fahren wir doch mal zu Untersektion 7. Mal sehen, was jetzt hier auf uns zukommt. Okay. Das sieht ja schon mal interessant aus, sage ich mal. Gesamtes Leben in New Atlantis und hatte keine Ahnung, dass es das hier gibt. Die UC wissen, wie man Geheimnisse hütet. Sehr interessant. Okay. Tschüss. Willkommen, Captain. Bitte komm runter zum Intercom. Wir haben etwas zu besprechen. Ja. Gleich vielleicht. Gerade. Erstmal muss ich mir hier noch ein bisschen anschauen. Aha. Aber das ist doch wahrscheinlich, dass der sollte doch tot sein, wenn ich mich nicht irre. Und das ist die Person, wenn ich richtig im Kopf habe, von der die andere, ich habe halt ihren Namen vergessen, unsere andere Begleiterin, unsere Begleiterin in dieser Questreihe geklont wurde. Dann müsste, glaube ich, das ursprüngliche Original sein. Das ist also sein Haus. Hi. Präsidentin Abayo war so freundlich, mir ein paar Akten zukommen zu lassen. Beeindruckend, was du schon alles erreicht hast. Aber jetzt stehst du einem völlig neuen Feind gegenüber. Er ist unsichtbar, lauert in den Schatten. Du wirst jede erdenkliche Hilfe brauchen. Und deshalb wollte ich mit dir sprechen. Weißt du, wer ich bin? Jemand, der sich gleich zweimal mit Blick leisten konnte. Das ist die absolut geile Antwort. François Sano. Ich wusste es. Den meisten bekannt als Vey Victus.
Ich war ein Admiral im Koloniekrieg, einer der großen Schurken, wie es in den Slates heißt. Sollte für meine Verbrechen hingerichtet werden. Aber die letzte Regierung hielt mich für zu wertvoll, also haben sie mich hier eingesperrt. Ein Opfer auf dem Altar des Friedens. Selbst mein Tod diente den Colonies. Mein Gott, die ist ja mal... Ich will dir und meinem Abkömmling Hadrian helfen, die Angriffe zu stoppen. Aber ich frage mich, hat sie dir erzählt, was an unserer Familie so besonders ist? Tatsächlich. Sie war schon immer zu vertrauensvoll. Das habe ich ihr nie austreiben können. Unsere Beziehung war schon immer problematisch. Der Major wurde zur Anführerin geboren. Dazu mein Vermächtnis fortzuführen. Sie erhielt nur die feinste Ausbildung und übertraf alle Erwartungen. Aber das Universum setzte all dem ein Ende. Und jetzt hat es euch beiden noch viel wichtigere Arbeit beschert. Und ich glaube, ich habe bei der Aufgabe, die euch bevorsteht, eine Rolle zu spielen. Mhm. Weil ich mir nach vielen Jahren das Vertrauen des Regimes verdient habe, lassen mich die UC nun mit einem ihrer Sicherungsteams zusammenarbeiten. Ich unterstütze die Informationsbeschaffung und die Ortung und Ergreifung von Verbrechern, die sich nach dem Koloniekrieg der Justiz entzogen haben. Mit einigem Erfolg, möchte ich meinen. Bei meiner Arbeit habe ich aber auch noch etwas anderes gefunden. Okay. Die Namen und Aufenthaltsorte von Hadrians und Percivals altem Forschungsteam. Wertvolle Leute für deine zukünftigen Ziele. Ich verrate dir, wo sie sind, wenn du dich für mich um etwas kümmerst. Es gibt da einen alten Kollegen, einen Mann namens Dr. Reginald Orlais. Genau wie ich und Hadrian forschte auch er für die United Colonies an eher zweifelhaften Projekten. Mac-Waffen waren sein Spezialgebiet. Wenn etwas tödlich war, machte er es tödlicher. Nach dem Koloniekrieg floh er und weigerte sich, vor das Tribunal zu treten. Er verkauft seine Dienste seither an den Meistbietenden. Aber ich bin endlich an ihm dran. Ich will, dass du ihn aufspürst und dich um ihn kümmerst. Egal wie. Er wird wohl kaum friedlich mitkommen. Beweise mir, dass der Job erledigt ist, und ich verrate dir, was ich weiß. Mhm. Gut. Meinen Informationen zufolge versteckt er sich bei Etheria im Wald. Es gibt dort eine... Okay. Ja, okay. Interessant. Identität bestätigt. Gehen Sie nun zum Ausgang. Wir sollten genügend Vorräte. Nächster Halt ist Cassiopeia? Ja. Gleich. Erstmal, dann müssen wir nochmal zur McIntyre zurück und dann... Obwohl, dann möchte ich erstmal zum Bau fliegen, um da Sand zu verkaufen. Bitte, nicht so laut. Die Sache mit dem... Wir managen das Wichtigste dabei. Gut. Und das würde uns beide... Dr. Reginald Orlais? Er hat ihn gefunden? Orlais zu töten steht natürlich völlig außer Frage. Er ist seit Jahren auf der Flucht. Das wäre ein großer Sieg für die UC. Er hat die Mitglieder des Forschungsteams gefunden? Wir hatten die Suche bereits eingeleitet. Doch es wurde... Captain, in diesem Fall hättest du meine Zustimmung. Gibt es noch etwas, das du bezüglich...
Der Bau? Das ist der erste wurde. Dieser Ort war schon. Doch, als Verbrecher. Dem Mann unten zu. Das ist nicht der erste. Ich würde zu. Dann schönen Tag noch. Okay, tatsächlich muss ich sowieso zum Bau, damit ich. Dann kann ich von hier aus zum Bau schnell reisen. Weil ich muss ja sowieso zum Bau, damit ich. Ich muss ja sowieso zum Bau, damit ich da Dinge verkaufen kann. Daher bietet sich das gerade ganz gut an. Was kann die Handels... Es gibt auf der ganzen Station kein... Sehr schön. Hier so ein paar Dinge, die ich vernünftig. Ja, die kann ich jetzt zum Beispiel noch verkaufen. Jo, dann einmal. Wir sollten genügend vor. Ich trage nur Luxus. Hast du was mit? Noch einen Rucksack, den ich. Nächster Halt ist Cassiopeia. So, schön dich zu sehen. Ich hoffe, wir haben, was du brauchst. Warte mal, vielleicht sollte ich vorher nochmal die Tricher. Oder sind hier auch noch weitere? Jupp, das zum Beispiel. Munition verkaufe ich nicht. Waffen habe ich hier noch. Ne, die möchte ich nicht verkaufen, die Magshot. Die. Ja, die kann ich verkaufen. Die Maelstrom
kann auch weg. Das sollte da dann, denke ich, alles gerade gewesen sein. Speichern. Du schon wieder. Oh, Lace. Wie du willst. Es gibt auf dem Bau jedenfalls. Aber es gibt da ein... Sie nennen es... Vielleicht steuert diese in diesem Teil des Himmels von Ethiopien. Klar. Hier, das soll... Hol dir den Kerl. Mhm. Ich weiß nicht, ob die Varun-Fanatiker im Weltraum leben. So, Cockpit. Einmal aufstehen. Den ganzen Spaß jetzt hier in zumindest die Mag-Shot kommt da rein. Dann den Dolch packe ich mal auch da rein. Das Kampfmesser kann da auch hin. Ach fuck, die Granate wollte ich ja verkaufen, egal. Ich hatte den Eindruck, dass ich da mal komplett wieder aufräumen musste, mein Inventar. Wir sind frei und flugbereit. Rüberfliegen. Okay, Ressourcen und ein Merkmal hat das Ding. Das schaue ich mir dann doch mal gleich an. Aber erstmal glücklicherweise habe ich ziemlich gute Schilde. Lehre, wen hast du zu mir geführt? Mehr Schrott für die Felder? Genieße den letzten Augenblick, Staubkorn. Alle Systeme, Feuer bereit. Feindliche Schilde unten.
ihre Schilde ausgeschaltet. Komm mal rüber. Du kriegst mich nicht. Ich habe wegen dem... Sie alles verloren. Mehr bekommen Sie nicht. Okay, das Schiff wurde funktionsunfähig gemacht. Das heißt, ich kann das auch nicht klauen. Schade. Kann ich mich rausschießen? Nee, kann ich offenbar nicht. Wieso gibt es einen Schleudersitz, wenn ich mich damit nicht rausschießen lassen kann? Das verstehe ich nicht ganz. Hätte ich hier irgendwas... Offenbar nicht. Offenbar gibt es hier nichts, was ich hätte machen können. Uff, ey, Meister. Der ist... Okay. Ich brauche halt echt schon wieder hier ein... neue... geht auch nicht. Damit habe ich den da jetzt. Den da unten. Auf F.
Da war ja kaum was drin, Natter. Unglaublich, dass Lebewesen sich daran anpassen können, ständig dieser Hitze ausgesetzt. Uff, ey. Schon wieder. Meisterknacker-Safe. Passt da rein. Der passt hier perfekt rein. Die Triche. Da ist nichts mehr. Dann einmal das Schiff verlassen und zu Pontam rüberfliegen. Arbeite nicht gratis, klang irgendwie ein bisschen zu arschig, finde ich. Ja, einmal hier die Coyote und dann noch die anderen beiden Dinger.
dann sind wir da auch gleich. Das ist sehr gut. Und dann... einmal landen. Landestelle fixiert. Runter mit uns. Diese Welt wirkt nicht gerade lebendig. Lebenszeichen, sehr schön. Du bist mir leider relativ, also was heißt relativ, egal, du bist mir nicht so wichtig wie... Das Lebenszeichen ist mir da um einiges wichtiger. Ah. Okay, geht doch. Boah, ey. Das war auch schon eigentlich wieder Bullshit gewesen da gerade. Aber naja, egal. Wollte ich nicht eigentlich auch noch so nach Cassiopeia? Egal. Als erstes vervollständige den Mond und dann schaue ich weiter. Das ist nicht doch mein glücklicher Zufall. Direkt daneben. Sind die fossilhaltigen Sedimente. Okay. Jo. Und abheben. Das hat wieder ein gutes bisschen was an Erfahrungspunkten gebracht. Habe ich den jetzt? Ja, jetzt habe ich auch das hier zu 100% fertig. Ruinen von Aphelia. Ich sollte. Nee, mache ich gerade nicht. In Memoriam. Ich wollte gerade fragen, wo Cassiopeia A ist, aber hier offenbar. Kriege ich wohl immer noch relativ vernünftig hin von meinem Level her.
geil, damit habe ich direkt ein Merkmal bekommen. Ja, das kann lustig werden. Mal sehen, was ich hier alles so finde auf dem Planeten. Schon okay. Ja, das. Ganz genau. Also los. Aber noch nicht. Ich muss erstmal. Ich hab da was für dich gefunden. Ich möchte erstmal hier ein bisschen was. Palette. Ach so, hier sind noch einige. Ah, und deshalb dürfte wahrscheinlich auch ein bisschen das Gewichtsproblem sein, weil ich einfach viel zu viele Nahrungsdinger habe, die am besten weg sollten. Was davon ich. Ach komm, ich lasse dich jetzt hier, weil, weil du relativ schwer bist tatsächlich und weil ich dich wahrscheinlich sowieso nicht wirklich häufig benutzen würde. Habe ich hier noch irgendwas? Nee, habe ich auch nicht. Habe ich auch nicht. Also irgendwie. Das muss dann hier auch. Bei den Sachen müssen da auch einige dabei sein, die mein Gewicht so nach unten ziehen. Also einmal hier hin und dann einmal verlassen. Viele Lebensformen es auf diesem Planeten wohl gibt. Finden wir es raus. Nickel, Kupfer. Hier scheint die Gravitation wohl ein bisschen höher zu sein. Ich mag es lieber mit weniger Gravitation, also kann ich höher und länger fliegen und bzw. springen.
müssen Trümmer von meinem Shuttle sein. War nicht gerade eine Bilderbuchlandung. Aber es ging nicht anders. Mein erster Gedanke ist daran, an den dritten Star Wars Teil, eine Bilderbuchlandung. Wo Annie das Schiff landet. Ansonsten hier noch irgendwas gerade. Ist es. Hier habe ich fast ein Jahr lang darauf gewartet, dass mich jemand rettet. Nicht gerade Paradiso, oder? Es war schwierig und schmerzhaft, aber es war mein Zuhause. Schau dir das mal an. Rostet hier seit fast 10 Jahren vor sich hin. Ich glaube, wir brauchen eine Notenergiezelle, um den Schiffscomputer wieder hochzufahren. Ja, mit viel... Als ich hier gestrandet bin, habe ich eine Notrufbarke mit. Die Barke war da oben auf dem Platz. Also ich weiß, dass ich selber noch dass sie halt noch da zwei Notrufzellen hat. Ich höre es hier doch kriechen, wieso sehe ich nichts? Oder ist das das Geräusch von dem Gestein? Und nicht von irgendwelchen Kriechtieren? Ich glaube, das ist in dem Fall tatsächlich das Geräusch von dem Gestein. Aber na gut, ich laufe mal hier nochmal ein klein bisschen hoch. Und dann werde ich aber auch gleich die Folge beenden. Was ist es? Tierisch, pflanzlich oder mineralisch? Nur noch 2 Stück von denen fehlen mir, dann... Okay, interessant, das ist eine Kreatur dort. Also ich habe das Gefühl, dass ich, sobald ich da was mache, dass es in einen Kampf ausarten würde. Die Dinger sind da halt, ich nenne es einfach mal, gut genug versteckt, als dass die wahrscheinlich in Aktionen springen, soweit ich. Sobald ich da rangehe. Aber ich würde sagen, das kommt erst nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.